Die Bullen haben wieder mal einen Etappensieg errungen. Seit Donnerstagnachmittag war es ja ziemlich heftig nach unten gegangen, auch im vorbörslichen Handel an der Wall Street. Zunächst schwächere Kurse, dann aber die Drehung. Jetzt sind die Bullen wieder glücklich, aber sie sind wahrscheinlich auf dem Weg zur Schlachtbank. Und es passt alles wunderbar zusammen. All das, was wir sehen, vor allem der gestrige Rebound nach oben, macht perfekten Sinn und ist dennoch in einem bärischen Kontext, sowohl charttechnisch als auch fundamental. Das will ich in diesem Video kurz mal zeigen. Zunächst schauen wir uns mal an, was da gestern in der Summe bei rausgekommen ist. Wir sehen etwa die Nasdaq dann 1,3% im Plus, Dow Jones 0,7, S&P 500 0,57. Wir sehen Technology war der beste Sektor. Wir sehen Consumer Discretionary wieder vorne. Also diese Risk-On-Sektoren, die waren sehr gut. Da hinten dagegen Real Estate, Utilities und Energy, weil der Ölpreis gestern deutlich gefallen ist. Also jetzt wird wieder alles gut. Noch ist es nicht so weit, dass die Stocks-Only-Go-Up-Fraktion am Start ist. Also diejenigen, die sagen, siehst du, habe ich doch gesagt, Aktien steigen immer, nachdem sie vorher 20% gefallen sind. Naja, die sind noch nicht da. Das spricht dafür, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist in dieser Erholungsbewegung, die wir sehen. Aber eins nach dem anderen, meine Damen und Herren, schauen wir uns zunächst mal dieses perfekte Setup an. Wir haben gestern im S&P 500 die 4200 Punkte angelaufen. Damit ist diese potenzielle inverse Schulterkopf-Schulter-Formation noch am Leben. Wir sehen oben den RSI, also relative Stärke-Index, der zeigt, ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist. Wir waren hier sehr, sehr stark überverkauft. Wir haben auf der anderen Seite diese bärische Stimmung bei Privatanlegern, in Börsenbriefen etc. Also das macht charttechnisch perfekten Sinn, das macht sentimenttechnisch perfekten Sinn, was wir hier erleben. Und dass jetzt diese Unterstützung hält aus dem Februar, die wir schon mal angelaufen hatten, nämlich bei 4200 Punkten. Dann kam ja noch ein Schnaps weiter nach unten, was wir dann nochmal Ende Februar, Anfang März gesehen haben. Und dann kam ja diese Erholungsbewegung, die dann abverkauft wurde. Jetzt haben wir zunächst mal diesen Aufwärtstrend gestoppt, geradezu idealtypisch. Das betrifft auch den VIX, also die Volatilität. Normalerweise ist es ja so, wenn die Aktienmärkte steigen, fällt der VIX, fällt also die Volatilität und andersrum. Wir sehen, wir sind gestern zwischenzeitlich wieder massiv nach oben geschossen, oben im RSI stark überkauft. Haben wir Werte gesehen um 80, das sind Extremwerte. Also was passiert dann, wenn Märkte Extreme erreichen, dann schnappen sie wieder zurück. Unten sehen wir eine Grafik von Sven Henrik, Northman Trader, dass auch dieses Zurückschnappen an diesem Punkt technisch, charttechnisch zumindest, sehr viel Sinn gemacht hat. Es gibt ja Leute, die glauben, man könnte den VIX nicht charttechnisch behandeln. Die irren, das ist ein hervorragendes Instrument, um zu erkennen, wo vielleicht der nächste Move hingehen wird. Das war also sentimenttechnisch und charttechnisch. Jetzt kommen wir nochmal zu Kontraindikatoren wie Dennis Gartman. Jemand, der so zuverlässig falsch liegt, dass er praktisch als idealer Kontraindikator gesehen werden kann. Und der hat gestern gesagt, also ich verabschiede mich ganz von Aktien, das ist überhaupt kein Investment mehr, ich werde immer bärischer etc. etc. Und das war natürlich dann kurzfristig gestern ein sehr, sehr gutes Kaufsignal, so wie Jim Cramer, der CNBC-Börsenclown, vor einigen Wochen, nämlich am 25. März gesagt hat, ja, der Bärenmarkt ist vorbei. Das war es jetzt gewesen. Seitdem Jim Cramer das gesagt hat in einem Gespräch auf CNBC, ist der S&P 500 8% gefallen, der Nasdaq 11% gefallen und der Russell 2000 auch fast 8%. Also das sind so diese Kontraindikatoren, auf die man sehr stark achten muss. Wenn Jim Cramer jetzt wieder super bullisch wird, dann weiß ich, was zu tun ist. Wenn Dennis Gartman sagt, also er hat sich geirrt, er wird jetzt nur noch Aktien kaufen, dann weiß ich auch, was ich zu tun habe. Aber hier sehen wir mal diesen Verlauf, den ich Ihnen gestern schon gezeigt hatte. Wir sind punktgenau dort, wo dieser Chart es zeigt, gedreht bei 4200 Punkten, haben dann mal eben satte 100 Pünktchen wieder nach oben gemacht. Das ist nicht wenig und diese Strecke kann noch weitergehen. Vielleicht sogar ein Kursziel 4375, 4400 beim S&P 500. Aber dann ist wahrscheinlich, dass das hier passiert, dass die nächste Bewegung uns dann deutlich nach unten führen wird. Und zwar mit dem Bruch der Tiefs, die wir
Februar, März gesehen haben im S&P 500, in anderen Indizes. Also hier praktisch jetzt eine ziemlich logische Welle innerhalb eines intakten Abwärtstrendkanals, dessen untere Begrenzung wir nochmal antesten werden und dann möglicherweise wir in ein bullisches Setup reinkommen, weil die Fed dann nämlich erkennt, ups, wir haben mit unseren Streichholzspielereien auf dem Pulverfass vielleicht ein bisschen übertrieben. Das Ding fliegt uns in die Luft. Bei diesen Bewertungen, bei diesen Hebelungen, bei diesen Verschuldungen, die Zinsen zu stark anheben zu wollen, das wird nicht funktionieren. Das zumindest ist ein Potenzial, aber der Markt wird zunächst den Weg des größten Schmerzes gehen. Jetzt ist der Schmerz in dieser bärischen Stimmung erstmal vielleicht kurzfristig nach oben gerichtet. Man muss sehen, wie weit diese Bewegung gehen kann. Aber wir werden dann sehr wahrscheinlich noch eine Bewegung nach unten sehen. Ähnlich wie im Jahr 2008. Hier mal die Analogie wäre durchaus noch typisch. Nächste Woche ist ja Fed-Sitzung. Diese Woche sind die großen Tech-Werte dran, heute mit Microsoft und Google die Zahlen. Das wird wichtig, dann kommt Amazon, dann kommt Apple, also alles, was Rang und Schwergewicht hat, das wird berichten. Und nicht mehr ein Schwergewicht im Tech-Bereich ist ja Twitter, das jetzt gestern von Elon Musk endgültig wohl gekauft werden konnte. Dann hat Elon Musk gesagt, also ich hoffe, meine Kritiker, selbst meine schlimmsten Kritiker bleiben auf Twitter, weil es ist wegen dieser freien Rede, die jetzt kommen soll durch mich, so hat Elon Musk gesagt. Ich bin mal gespannt, wie lange das anhält mit der freien Rede bei Elon Musk, aber schauen wir mal. Jedenfalls ist da vielleicht der Elonald auferstanden. Donald Trump hat gestern gesagt, nein, also ich werde nicht auf Twitter zurückkehren. Ich würde gerne da eine Gegenwette halten und sagen, sobald du merkst, lieber Donald, dass du hier wieder in das Volk reinsprechen kannst, dann wirst du diese Gelegenheit ergreifen. Also da würde ich sehr, sehr viel drauf wetten, dass wenn Elon Musk jetzt wirklich komplett diese Social-Media-Plattform übernimmt, dass dann früher oder später Donald Trump die Gelegenheit nutzt, zumal seine Truth-Plattform ja ein Rohrkrepierer ist und wahrscheinlich auch bleiben wird. Dementsprechend braucht er den Kanal. Jetzt haben wir ja dann Zwischenwahlen, die sind jetzt für ihn persönlich nicht so entscheidend, aber er will ja dann wieder als Kandidat antreten. Also Elonald wird wahrscheinlich wieder freigeschaltet jetzt. Sid Donald sind ja immer noch 32 Millionen Follower. Dementsprechend wird er sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Viele sind jetzt weggegangen von Twitter oder sagen, wir gehen weg, weil sie sagen, das ist nicht gut, wenn ein solcher Milliardär, der ohnehin schon bestimmte Unregelmäßigkeiten in der Vergangenheit gezeigt hat, hier eine solche Plattform übernimmt, ist das kein gutes Zeichen. Wir werden sehen. Wir müssen ihm eine Chance geben, was er machen wird. Jedenfalls halte ich das auch für politisch für bedeutsam. Kommen wir nochmal zurück zu diesen Tech-Schwergewichten, den großen Tech-Aktien wie Google etc. etc. Hier sehen wir mal die Real Free Cashflow Yield, also die inflationsbereinigte Cashflow-Rendite, und dann sehen wir, die ist sogar niedriger als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Bubble. Das bedeutet, es geht gar nicht hier um Profitabilität. Diese Firmen sind teilweise herausragend profitabel, aber es geht um Bewertungsniveaus, und die Bewertungsniveaus sind sehr hoch angesichts einer Notenbank, die jetzt erstmal auf Teufel komm raus in der Bekämpfung der Inflation die Geldpolitik strafen will, und dann spielen Bewertungen plötzlich wieder eine Rolle. Genau das ist das Thema. Und wenn wir uns mal hier die Bewertungen anschauen und den Umsatz uns angucken dieser großen 10 Tech-Werte, dann sehen wir, dass die Marktkapitalisierung, also die Gewichtung dieser 10 großen Tech-Aktien, bei 30,7% im S&P 500 liegt. Der Anteil, den sie an Revenue beitragen, an Umsatz beitragen, aber nur bei, also an Earnings, an Gewinnen genauer gesagt, nicht an Umsatz, Gewinnen, der liegt aber nur bei 23,8%. Das heißt, faktisch ist die Gewichtung dieser großen Tech-Aktien zu stark angesichts dessen, was sie faktisch an Umsätzen, nicht Umsätzen, sondern Gewinnen beitragen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Größe, und das ist eben jetzt die große Story, wenn man so will, vor diesen Zahlen jetzt in dieser Woche: Amazon, Apple, Microsoft, Google und Co. Jetzt haben wir ja die Situation, dass die Fed gesagt hat, also wir werden die Inflation bekämpfen. Die Märkte haben jetzt ein bisschen Ruhe, weil wir sind jetzt in der sogenannten Blackout Period. Nächsten Mittwoch ja die Entscheidung der US-Notenbank Fed. Jetzt darf kein Fed-Speaker sich mehr äußern bis nächsten Mittwoch. Dementsprechend wird jetzt da keiner mehr dazwischen grätschen und die
wunderbare Stimmung an den Aktienmärkten untergraben können mit hawkischen Aussagen, wie es Jim Ballard gemacht hat, wie es Jerome Powell gemacht hat, wie es Lyle Brainard zuletzt immer wieder gemacht hat. Und jetzt haben wir 13 Mal die Situation gehabt in der Geschichte der US-Notenbank Fed, dass sie die Geldpolitik gestraft hat. In 10 von diesen 13 Fällen gab es dann eine Rezession. Also es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Und vor allem hat die Fed noch niemals erst angefangen, ihre Geldpolitik zu straffen bei einem so hohen Level an Inflation. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass sie diese Straffung sehr viel härter, schneller und intensiver machen muss angesichts dieser so hohen Inflation. Das ist genau die Fallhöhe, die hier eben beschrieben ist. Und das macht diese Situation für die Bullen so schwierig. Die Headwinds, die Gegenwinde sind so, so stark, dass natürlich jederzeit eine Erholung, eine technische Erholung jetzt auch weitergehen kann. Aber neue Allzeithochs sehe ich nicht, sondern dann die nächste Welle nach unten, vielleicht mit der Fed-Sitzung dann in der nächsten Woche. Kommen wir zu etwas anderem, meine Damen und Herren. Wir sehen nach wie vor ja Druck auf alle Währungen bis auf den Dollar. Euro-Dollar nur noch knapp über 1,7. Wir sehen einen freien Fall des japanischen Yen, weil die Notenbank eine ganz andere Politik als die Fed verfolgt. Wir sehen eine Schwäche des Yuan, weil die chinesische Notenbank eine andere Politik verfolgt als die Fed. Und jetzt kommt hier noch dazu, dass eben China versucht, sich irgendwie so durchzuwursteln in dieser ganzen Ukraine-Geschichte. Jedenfalls hier ein Bericht aus Hongkong von der South China Morning Post, dass eben die steigenden Anleiherenditen in den USA und die Ripple-Effekte auch der chinesischen Null-Covid-Politik hier den Yuan schwächen. Ich hatte gestern ja einen Artikel empfohlen, warum Xi Jinpings Zero-Covid-Politik nichts mit dem Westen zu tun hat. Der zeigt ganz klar, wenn es wirklich um den Westen gehen würde, den irgendwie zu treffen, dann könnte man ganz einfache Maßnahmen mit Exportfirmen machen, die sogar dem chinesischen Gesetz entsprechen. Aber so ist das, was da passiert. Der versucht, die Kontrolle zu behalten, nämlich der große Führer Xi Jinping, der zeigt, ich kriege das Ding in den Griff, koste es, was es wolle, dass der Export dann darunter leidet, dass wir Lieferengpässe verstärkt sehen, das ist ein Kollateralschaden, der eben in Kauf genommen wird. Und vor allem, wenn man sich mal anguckt, wer ist denn direkt, noch viel direkter als wir betroffen, das sind Länder wie Vietnam, Malaysia, Taiwan, Japan, Korea, Kambodscha. Da sind die Handelsbeziehungen mit China ja teilweise sehr intensiv, da wartet man auf Materialien etc., kann nicht mehr produzieren, also da sind die Schäden schon besonders groß. Bei uns kommt das wahrscheinlich mit einer gewissen Zeitverzögerung. Indonesien, auch ein wichtiges Land, gerade was den Palmölexport betrifft, das mit Abstand wichtigste, und wir haben ja derzeit ein Ölproblem, könnte man sagen, ein Speiseölproblem. Hier sehen wir mal, die Rapspreise sind jetzt auf 1100 gestiegen in Euro, das ist natürlich der höchste Stand ever. Wir waren etwa letztes Jahr noch bei 400 gewesen, also wir sehen, das hat sich fast verdreifacht, der Preis, eben weil Indonesien jetzt den Palmölexport stoppt. Und wir müssen uns teilweise die Frage stellen, ja, wollen wir das jetzt für Nahrung verwenden, diese knapp gewordenen Öle, oder wollen wir es für Biodiesel verwenden, Biosprit verwenden? Das sind jetzt Fragen, die sich auf einmal stellen, also es ist abgefahren. Und abgefahren auch das, was jetzt die EU versucht. Man versucht jetzt also deutlich, da wo es einem selbst nicht wehtut, eine Art Ölembargo gegen Russland zu verhängen. Mal sehen, ob das gelingen kann. Man versucht also da den Hebel anzusetzen, wo der eigene Schmerz am geringsten ist. Aber ist das dann wirklich effektiv? Diese Frage muss man stellen. Aber wir sehen jedenfalls, dass hier die Dinge auch jetzt am Devisenmarkt eine immer größere Rolle spielen. Ich hatte vorhin gesagt, ja, der Euro ist schwach, der Yuan ist schwach, der Yen ist schwach zum Dollar, auch das britische Pfund ist sehr, sehr schwach zum Dollar. Wir sehen, dass der Einzelhandelsumsatz fällt, dass die Briten schon weniger einkaufen. Wir haben eine massive Inflation, auch in UK, aber dennoch gehen die Einzelhandelsumsätze zurück, selbst mit dieser Inflation, die ja immer nominal gerechnet ist. Also wie viel Pfund werden da umgesetzt, und wenn die Preise steigen, werden automatisch ja bei gleichem Kaufvolumen, bei gleichem Stückzahlvolumen ja mehr umgesetzt. Jedenfalls sehen wir,
dass hier schon jetzt Fonds, Hedgefonds Geld abziehen aus UK, aus dem Pfund Sterling, weil man sich sagt, ja, also in Großbritannien, da trifft diese ganze Story jetzt durch den Brexit auch nochmal besonders hart durch. Das ist, finde ich, ein nicht uninteressanter Punkt. Insgesamt warnt die Financial Times vor einem globalen Käuferstreik, weil eben die Leute ihre Ausgaben zurückfahren müssen angesichts der hohen Inflation, und das könnte nochmal verstärkt werden durch diese ganzen Dinge in der Ukraine. Wir sehen jetzt, und das finde ich wirklich bezeichnend, wer sich diese Videos mal anschauen will, Putin, als er hier mit dem Verteidigungsminister gesprochen hat und diesen Satz gesagt hat, keine Fliege soll da aus diesem Stahlwerk in Mariupol entkommen. Schauen Sie mal diese Körperhaltung an, da hat sitzt er da in einer so extrem merkwürdigen Körperhaltung, die nicht wirklich gesund ausschaut. Schauen Sie sich das Video mal an, das haben die Russen selber ins Netz gestellt, also die offizielle russische staatliche Fernsehanstalt hat das ins Netz gestellt. Ähnliche sehen wir eben andere Auftritte von Putin, das sieht sehr unrund aus, was da passiert. Lavrov hat jetzt nochmal gesagt, ja, die NATO ist in diesem Krieg engagiert. Wir werden jetzt oder haben verstärkt jetzt auch schon Züge, versuchen wir zu bombardieren, die Waffen transportieren. Und Lavrov sagt aber, es gibt eine ernsthafte Gefahr für einen Nuklearkrieg. Hier sehen wir nochmal, wenn Sie sich dieses Video anschauen, dann sehen Sie, dass da etwas mit Putin nicht stimmt. Das könnte Parkinson sein, das könnte etwas anderes sein. Deutet jedenfalls auf gesundheitliche Schwierigkeiten hin. Viele sagen ja, irgendwie ist der verändert. Der wirkt auch so radikal, so extrem in letzter Zeit. Das sind alles natürlich nicht bestätigte Dinge, aber es ist schon auffällig, wenn man den Mann teilweise früher gesehen hat und ihn heute sieht, wie verbiestert seine Gesichtszüge sind, wie aufgedunsen er ist. Und das könnte ein Faktor sein, warum er möglicherweise jetzt diese ganze Ukraine-Geschichte durchziehen wollte. Das dürfte schon lange sein Plan gewesen sein. Aus strategischer Sicht wollte er unbedingt verhindern, dass die Ukraine pro-westlich wird und notfalls durch Krieg. Jetzt hat er vielleicht diese ganze Geschichte vorgezogen. Das ist im Mindesten etwas, was vielleicht bald nochmal diskutiert werden muss. Ebenso wie das, was die EZB macht. Jetzt sagt zum Beispiel Goldman Sachs, ja, wir erwarten, dass die EZB im Juli jetzt die Zinsen anhebt. Kaum sind die Erzeugerpreise bei 30%, schon will die EZB die Zinsen um 0,25% anheben. Das ist der Wahnsinn. Kasachs hat das jetzt nochmal bestätigt. Also ein EZB-Mitglied sagt auch, ja, wir könnten im Juli die Zinsen annehmen, viel zu spät. Es wird nicht mehr klappen. Die EZB ist von einer Französin geführt und das ist vielleicht nicht uninteressant oder unwichtig, wenn wir uns mal anschauen, was da in Frankreich los war jetzt im Wahlkampf. Da wird ja den Franzosen alles versprochen, wir werden euch das erleichtern. Faktisch ist da eine Gesellschaft eigentlich in einem Abstiegsmodus und dennoch versucht man eben die Ansprüche aufrechtzuerhalten. Wir wollen weniger arbeiten, wir wollen früher in Rente gehen, aber wir wollen unseren Lebensstandard erhalten und die Politik ist gezwungen, gewissermaßen auf diese Ansprüche einzugehen. Auch Macron, genauso wie Le Pen. Le Pen hat ja versprochen, ich werde eure Kaufkraft wiederherstellen. Wie sie das machen will, ist eine ganz große Frage. Ebenso wie Macron jetzt seine Versprechen einhalten will. Das geht nur mit massiver Verschuldung. Macron hat angefangen als jemand, der sehr liberal war, Arbeitsgesetze liberalisiert hat. Das hat dazu geführt, dass die Arbeitslosigkeit, gerade auch die Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich gefallen ist. Jetzt hat er diese Wende gemacht, auch auf Druck der Bevölkerung, hin zu einem keynesianischen Verschuldungsstaat. Und wer soll das finanzieren? Die EZB unter Madame Lagarde. So einfach ist es. Wenn Sie mal wissen wollen, was dieser Begriff Populismus ist und warum wir jetzt ein Problem haben, wenn wir andere als Populisten bezeichnen, dann kann ich Ihnen ganz dringend einen hervorragenden, auch historisch wirklich grundierten Artikel empfehlen. Ist auch Macron ein Populist? Was ist eigentlich Populismus? Von Georg Habenicht, ein großartiger Artikel, ebenso wie der von Wolfgang Müller, S&P und Nasdaq im Korrekturmodus vor der Woche der Wahrheit oder in der Woche der Wahrheit. Dann zeichnet Wolfgang Müller das ganz große Bild über die Märkte. Auch das ein absolutes Muss, meine Damen und Herren. Also diese beiden Artikel, Macron und der S&P in dieser wichtigen Woche unter dem Video. Ich sage jetzt Servus und Ciao.